In diesem Video möchte ich über meine Vermutung für das Thema des insgesamt 9. Gameplay Packs für die Sims 4 sprechen. Nachdem das letzte Gameplay Pack jetzt schon fast 11 Monate her ist, fragt sich die Community berechtigterweise, was denn wohl das Thema und die Inhalte des 9. Gameplay Packs für die Sims 4 werden könnten. Auch die Entwickler haben schon im April verraten, welche drei Packs es bis zum September geben soll. Hier wurde von einem Accessoire-Pack, Erweiterungspack und Gameplay-Pack gesprochen, wovon die ersten beiden ja bereits angekündigt oder auch veröffentlicht wurden. Von dem Gameplay-Pack fehlt allerdings bisher immer noch jede Spur. Jetzt hat sich allerdings im Schick mit Strick-Trailer ein kleiner Hinweis versteckt, der jetzt schon etwas über das nächste Gameplay-Pack verraten haben könnte. Am Ende vom Trailer erkennt man hier nämlich einen Sim, der im Schaukelstuhl sitzt und hier ganz entspannt über das Leben nachdenkt. Über seinem Kopf befindet sich aber eine große Gedankenblase mit einem Schlittenfahrer und Schnee. Das ist an sich natürlich noch kein Hinweis auf irgendetwas, allerdings wurde im Januar dieses Jahres ebenfalls von offizieller Seite eine Umfrage zu möglichen Themenwünschen aus der Community gestartet, bei der man auch für winterbezogene Inhalte abstimmen konnte. Hier wollten die Entwickler wissen, welche weiteren Aktivitäten wie Eisangeln, Schlittschuhlaufen, Schneeschuhwandern, Schneemobilfahren, Abfahrtski, Snowboarden, Langlaufski, Schlittenfahren oder Bergsteigen wir gerne im Spiel hätten, was ja vom Thema ebenfalls zur Gedankenblase passen würde. Die Entwickler fragen in einer so großen Umfrage, die auch sehr intensiv geteilt wurde, nie ohne Hintergedanken nach irgendwelchen Inhalten, weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass wir diese Inhalte irgendwann nochmal in The Sims 4 sehen werden. Ob das nächste Gameplay-Pack wirklich dieses Pack-Thema haben wird, ist derzeit noch etwas schwer zu sagen. Für eine richtige Erweiterung wäre eine Winterwelt mit neuen Aktivitäten meiner Meinung nach etwas zu klein. Vielleicht verstecken sich im Accessoire-Pack ja noch mehr Hinweise auf Winterinhalte, was meine Vermutung zum 9. Gameplay-Pack noch weiter bestärken könnte. Neue Winteraktivitäten fände ich wirklich spannend, auch da die in der Umfrage erwähnten Inhalte den Winter in The Sims 4 stark mit neuen Inhalten erweitern würde. Übrigens, wenn ihr gerne eure Sims-Sammlung vervollständigen wollt, schaut bei Instant Gaming vorbei. Diese bieten viele Sims 4 Packs deutlich günstiger an, schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Würdet ihr euch über Schnee, Schlittenfahren und neue Winteraktivitäten in einem Gameplay-Pack freuen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.